Ein russisches Militärflugzeug mit 92 Menschen an Bord ist auf dem Weg nach Syrien über dem Schwarzen Meer abgestürzt. Die Maschine vom Typ Tu-154 startet nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums am Morgen nahe der Schwarzmeerstadt Sotschi und verschwindet kurz darauf von den Radarschirmen. Wenige Stunden später bergen Einsatzkräfte Wrackteile im Wasser. An Bord des Flugzeugs befinden sich zum Zeitpunkt des Absturzes auch 64 Mitglieder eines bekannten russischen Armeekorps. Die Musiker sollten bei den Neujahrsfeiern auf einem russischen Luftwaffenstützpunkt im umkämpften Syrien auftreten. Russischen Medienberichten zufolge gibt es keine Hinweise auf Überlebende des Absturzes.